Wenn du noch nie auf die Idee gekommen bist, deine Autoscheibe mit Rasierschaum abzuwischen, solltest du dir dieses Video unbedingt bis zum Ende anschauen, denn ich zeige dir hier gleich mehrere Vorteile, die das mit sich bringt. Denn dieses Problem kennst du sicherlich auch, dass die Autoscheiben mal von innen beschlagen. Besonders wenn du in der kalten Jahreszeit gerade in das Auto eingestiegen bist, ist dies der Fall und dann dauert es etwas länger, bis sie wieder frei werden. Doch genau dem kannst du mit Rasierschaum entgegenwirken. Und wie das funktioniert, möchte ich dir jetzt kurz zeigen. Dafür nimmst du herkömmlichen Rasierschaum, gibst diesen auf ein Mikrofasertuch und beginnst dann damit, deine Autoscheiben hiermit abzuwischen. Sprich, die Innenscheiben an der Tür sowie auch die Frontscheibe kannst du mit dem Rasierschaum abwischen. Dafür gibst du ein klein wenig Rasierschaum auf das Tuch und beginnst dann damit, hier das Ganze am Fenster zu verteilen. Du kannst den Rasierschaum dann ganz normal abwischen, du brauchst dir also nicht noch zusätzlich Wasser. Du verreibst es einfach immer mehr und irgendwann ist der Rasierschaum dann weg. In diesem Fall hast du dann jetzt eine kleine Schutzschicht auf deine Scheibe aufgetragen, die dafür sorgt, dass Wasser und Feuchtigkeit allgemein hier nicht mehr haften bleibt. Das heißt, da wo deine Scheibe sonst beschlägt, kann jetzt keine Feuchtigkeit an die Scheibe gelangen und dadurch kann sie gar nicht mehr beschlagen durch diese Schutzschicht, die wir hier aufgetragen haben. Das kannst du direkt nach der Anwendung übrigens testen, indem du auf die Scheibe pustest oder hauchst. Denn an der Scheibe, wo du keinen Rasierschaum dran hast, solltest du sofort sehen, dass sie beschlägt und dort, wo du eben Rasierschaum ran gemacht hast, beschlägt jetzt gar nichts mehr. Dadurch entfällt das lästige Abwischen der Scheiben von innen, weil sie eben beschlagen sind. Und auch können die Scheiben dadurch nicht mehr von innen gefrieren, da sich hier eben keine Feuchtigkeit festsetzt. Hier kannst du jetzt sehen, dass ich die Frontscheibe nicht mit dem Rasierschaum abgewischt habe, die Seitenscheibe aber schon. Die Frontscheibe beschlägt und die Seitenscheibe bleibt komplett frei. Probiere diesen Trick daher bei dir auch unbedingt einmal aus. Wenn du jetzt außerdem noch wissen möchtest, wie du vereiste Autoscheiben in Sekunden ohne Kratzen wieder vom Eis befreien kannst, schau dir auch unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.